Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam die Neuzugänge aus dem September 2020 an und stellen uns gemeinsam die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Und ich hoffe, dass die Rache diesmal nicht so sehr zu schlagen wird. Es sind insgesamt wohl 20 Bücher bei mir eingezogen. Das habe ich in meiner Statistik schon mal so ein bisschen vorgelugt. Ich bin sehr gespannt, was schon gelesen ist. Blende euch natürlich das Video wieder mit ein. Und ja, ich bin mehr als neugierig, wie das so vom letzten Jahr aussieht. Bisher lief es ja doch ganz gut in diesem Jahr. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht für den September auch geht. Aber ich habe ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber irgendwie mal sehen, was mich da so ein bisschen ereilt. Eine Steffi mit langen Haaren und sie hält einen Adriana Popescu-Roman in den Händen. Ein Sommer und vier Tage war, glaube ich, so ziemlich das letzte Buch, was ich von Adriana nicht kannte. Habe ich bei Tauschticket ertauscht und es ist schon gelesen. Ja, habe ich irgendwann in diesem Jahr dann gelesen. Ich glaube tatsächlich in meinem Urlaub im Juni, Juli. Und ich mag die Geschichten von Adriana, ganz egal, ob Jugendbuch oder Erwachsenenroman. Ich finde das immer toll. Ich mochte auch diese Geschichte, die ja auch eine ganz besondere Protagonistin hatte und auch einen tollen Mitprotagonisten und die super viel Spaß gemacht hat. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich die Geschichte auch entdeckt habe. Von Julie Birkeland ist Northern Love eingezogen, Hoch wie der Himmel, war glaube ich der erste Teil der Reihe, habe ich gelesen bzw. gehört, fand ich auch ganz schön, ich hatte so ein bisschen Hoffnung auf Redwood Love und so ein bisschen in diese Richtung gehend, ich glaube wir waren hier auch irgendwo in Schweden, Norwegen, irgendwie da unterwegs, ich fand es aber dann nicht so gut, dass ich weitergehört habe. Ja, der dritte Teil von Nevernight ist eingezogen und das war ja so mein Highlight des letzten Jahres. Die ganze Reihe war großartig, nicht nur die Geschichte selbst, Mia Kovere, eine Traumprotagonistin, sondern auch Robert Frank als Hörbuchsprecher war richtig, richtig toll. Wir haben ja alle drei Bände gehört und es war einfach nur ein Genuss. Von Françoise Lelord ist Es war einmal ein blauer Planet, auch als Hörbuch bei mir eingezogen, ist auch schon gehört, hat mir sehr, sehr gut gefallen, denn hier kehrt ja jemand zur Erde zurück und betrachtet die Erde so ein bisschen, was die Menschen daraus gemacht haben und ich fand das toll vertont, ich mochte die Geschichte, es war mein erstes Buch des Autoren und war richtig schön. Ja, der zweite Teil, glaube ich, der Alice-Chroniken, Die schwarze Königin von Christina Henry, auch eine Reihe, eine Dialogie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte diese sehr düstere, brutale Adaption von Alice im Wunderland wirklich richtig, richtig gerne. Habe ich sehr genossen, wenn es auch an mancher Stelle schon sehr heftig zuging. Danach kamen ja noch irgendwann mal Kurzgeschichten und mittlerweile ist ja auch Peter Pan sozusagen schon erschienen mit Alice, mit der Dialogie, hat Christina Henry aber wirklich eine ganz, ganz tolle Welt geschaffen. Sehr abseits von der Alice, die wir kennen, aber ja, richtig, richtig toll und da bin ich auch sehr happy, dass ich die als echtes Buch hier habe. Ich glaube jetzt auch im Oktober erscheint Rotkäppchen oder sind es die Meerjungfrauen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also es geht weiter, dass Christina Henry ins Deutsche übersetzt wird und ja, die Alice-Reihe für jeden Alice-Fan und auch für jeden, der einfach eine düstere High-Fantasy-Geschichte mag, der ist hier wirklich absolut richtig. Ja, von Maike Winnemuth ist Das große Los bei mir eingezogen. Damit begann dann meine Liebe für die Autorin. Ich habe mittlerweile alle ihre drei Bücher gelesen und hier erzählt sie eben von ihrer Weltreise. Sie hat bei Wer wird Millionär, ich glaube, eine Viertelmillion gewonnen, hat dann Stunden reduziert. Sie ist ja eigentlich Journalistin, Kolumnistin und ist dann eben jeden Monat in ein anderes Land gezogen, hat dort natürlich das Land kennengelernt, die Stadt, aber auch weiter so ein bisschen gearbeitet und hat dann eigentlich gemerkt, dass man dafür eigentlich gar nicht so viel große, dass man gar nicht so viel Geld braucht, um das große Los dann eigentlich zu ziehen. Tolle Sprache, mochte ich sehr gerne. Und da kommt das erste Buch, was noch nicht gelesen ist. 24 gute Taten ist eine Geschichte, die letztes Jahr erschienen ist, ja im September, eine Weihnachtsgeschichte, die eben, ich glaube, auch 24 Kapitel enthält, sodass man jeden Tag in der Vorweihnachtszeit eine Geschichte lesen kann. Habe ich noch nicht gelesen, landet, ja, und die Erwählten von Veronica Roth habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen. Das geht ja hier schon richtig gut los. Also das Weihnachtsbuch werde ich dieses Jahr mir jetzt auf die Liste setzen. Und die Erwählten, ja, ich war ja von Veronica Roth sehr angetan bei Der Rat der Neun. Ich mochte auch die Trilogie um die Bestimmung, mochte aber das Ende überhaupt nicht. Und ich fand, das klang super spannend, das neue Buch von Veronica Roth, was wahrscheinlich auch ein bisschen für Erwachsenere ist.
Ist aber noch auf dem Sub. Und ja, von Sumo und Kit, das Buch Anna habe ich sehr, sehr gefeiert. Fand ich ein tolles Buch. Hier geht es ja um die Zeit Null. Wir treffen auf Anna, die ja, uns im Grunde die Zeit zeigt, wie sie als Frau erlebt hat zu Zeiten von eben Jesu. Und ja, es wird auch schon im Grunde gespoilert, dass eben Jesus ihr Ehemann wird oder sie die Ehefrau und wie sie die Geschichte wahrnimmt. Aber man muss sich davon lösen, dass es hier wirklich irgendwie um Jesus oder so geht. Das hätte auch jeder andere Mann, sage ich mal, sein können. Es ist tatsächlich einfach ein historischer Roman, der mir sehr gut gefallen hat, der mal zu einer Zeit gespielt hat, wo man vielleicht nicht so viele Romane bekommt, aber also eben so gerade 30 bis 60 nach Null. Und wo man eben dieser Frau unterwegs ist, die eben doch sehr eigenständig ist, die auch einfach was bewirken möchte in ihrer kleinen Welt. Sprachlich war es mir manchmal zu modern. Ja, von Mira Valentin ist Nordblut eingezogen. Das müsste der zweite Teil gewesen sein der Reihe, der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Wir sind ja hier eher im Norden unterwegs, auch mit den nordischen Göttern, und ich glaube, es müsste doch mittlerweile sogar einen dritten Teil geben. Der ist bei mir aber irgendwie noch nicht im Kopf angekommen, also sollte ich dann vielleicht auch mal dazu greifen. Hier hat mir der erste und auch der zweite Band sehr, sehr gut gefallen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Von Jay Shetty ist das Think Like a Monk Prinzip bei mir eingezogen. Jay Shetty war oder ist dann, glaube ich, mal in ein Kloster gegangen, hat lange Jahre dort gearbeitet und hat dann eben dieses, ja, was der Mönch, was das Mönchsleben so ausmacht, hat er in dieses Buch gepackt. Ich hatte auch vorher einige Gespräche von ihm mir angeguckt auf YouTube und fand das super spannend, wie er so als Charakter und auch als Speaker im Grunde funktioniert. Ich fand das Buch auch richtig gut, es hat mir sehr gefallen, hatte ich, glaube ich, über Vorablesen zur Verfügung gestellt bekommen, wenn ich mich recht erinnere, und fand ich richtig toll. Ja, Amy on the Summer Road ist gefühlt gerade beendet, war ein Pick My Sub Buch von der lieben Christine, habe ich jetzt, ich glaube, tatsächlich erst im August gelesen, war ein wunderbarer Roadtrip, der doch auch so ein bisschen Trauerbewältigung mit in Begriffen hat, denn Amy trauert um ihren Vater, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und dann sind wir eben dabei, wie sie von der Ost- in die Westküste, glaube ich, so rum war es, im Grunde reist in ihr neues Zuhause mit zu ihrer Mutter und zu ihrem Bruder. Und ja, was das Leben so ein bisschen für sie bereithält. Man hat auch einige Rückblenden, wo der Vater noch lebt. Vor einem Jahr habe ich nicht gewusst, dass das ein etwas ernsteres Thema für mich in diesem Jahr sein wird, aber ich fand es sehr gut umgesetzt und für ein Jugendbuch auch richtig gut. Dann von Jasmin Schott, Cavaliero Connect Me ist bei mir eingezogen, Verbinde dich mit dir selbst, war irgendwie der Untertitel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das so richtig gefunden habe, ob es über einen Podcast war. Hier waren eben verschiedene Schritte mit inbegriffen, wie man wieder zu sich selbst findet, wie man achtsamer wird, wie man auch so diese Eigenverantwortung für sein Leben wiederherstellt. Insofern man das überhaupt in Frage gestellt hat. Und ich habe das nicht so richtig mehr in Erinnerung. Also ich kann mich an diese 6 Schritte erinnern. Ich weiß, dass ich da wirklich auch so Schritt für Schritt, dass ich ein eigenes Notizbuch dazu hatte, um mir eben Notizen zu machen. Und ja, zweite Chance auf Finish von Christina Lagome. Wurde auch, ich glaube, im Urlaub oder auf jeden Fall jetzt im August spätestens gelesen. Von mir ist der zweite Teil der Finlove-Trilogie. Zeigt uns hier eben 2 andere Charaktere, die wir schon aus Band 1 kannten. Das ist echt irre, dass das auch fast ein Jahr auf dem Sub lag. Der erste Band hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war, ja, wir haben so ein bisschen eine Rockband und natürlich dann auch den weiblichen Charakter dazu, der dann irgendwie eben so in diese Band dazukommt. Und im zweiten Band haben wir eben eine Liebe, die schon eigentlich mich länger hält, die aber dann eine Pause gemacht hat und halt wirklich so einen typischen Rockband-Star haben, der da nichts anbrennen lässt. Und ja, fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ja, Away ist eingezogen von Nick Jordan. Auch ein Buch, was sich damit so ein bisschen beschäftigt. Ja, im Grunde nach einfach aus sich herauszugehen, zu reisen und dort dann zu finden, ja, was man eigentlich sucht, beziehungsweise merkt man dann, glaube ich, doch ganz oft, dass das meiste in einem selbst liegt. Also ich war da irgendwie auf einen sehr spirituellen Trip, was ich gar nicht schlecht finde. Ich lese sowas ja super gerne. Habe ich, glaube ich, bei Lovely Books auch gewonnen gehabt, war da auch mit in der Leserunde, wo die Autorin dabei war, die uns da so ein bisschen dann auch unsere Fragen beantwortet hat zu den einzelnen Teilen. Ich weiß, dass es mir an mancher Stelle ein bisschen zu oberflächlich war. Also ich kann mich da sogar noch an was irgendwas im Norden erinnern und das ja, war mir irgendwie zu oberflächlich. Ja, Let's Go Himalaya von Katja Linke war, glaube ich, letztes Jahr in aller Munde. Habe ich, glaube ich, ein paar Mal oder in einem Vlog auch bei Claudia gesehen und dachte dann, es wird einfach Zeit, dass du dir das besorgst. Und ich glaube, ich habe es dann auch irgendwie über Tauschticket ergattert. Und da haben wir ja eine Mutter, die Ärztin ist, mit ihrer Tochter, die eben sich aufmacht, in den Himalaya zu reisen, an den Mount Everest.
Und ich fand das super spannend, sehr interessant. Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war, wie das Buch geschrieben war. Also es war eben nicht wirklich so geschrieben, wie wenn ich ein Tagebuch führe, sondern wenn jemand meine Geschichte in einer Art Tagebuchform erzählt. Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also dann auch so mit Dialogen. Fand ich ein bisschen komisch, aber war auf jeden Fall ein schönes Buch. Ja, da haben wir noch einen Adriana Popescu. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Das war das aktuelle Jugendbuch aus dem letzten Jahr, das richtig, richtig toll war. Also ich finde, ich habe es vorhin schon gesagt, Adriana kann einfach Charaktere erschaffen mit einer Lebendigkeit. Die sind authentisch. Es gibt Dialoge und Emotionen und Gedanken, die man sich eben wirklich richtig vorstellen kann, dass die ein Jugendlicher erlebt und durchdenkt. Und das hat mir große, große, große Freude gemacht. Also ich habe das auch zusammen mit der lieben Anka gelesen. Und es hat uns beiden wirklich super gut gefallen. Und ja, ich freue mich auch schon dieses Jahr auf das nächste Jugendbuch, was von ihr erscheint, und bin da auch schon sehr, sehr, sehr gespannt. Das dritte Buch, was nicht gelesen ist, Berg der Legenden von Jeffrey Archer, wollte ich, glaube ich, dann einfach irgendwann im Winter lesen. Es geht hier ja um eine fiktive Geschichte Richtung Mount Everest Besteigung und gerade nach Terror. Und auch der Berg von Dan Simmons wollte ich da einfach ein bisschen was anderes lesen in diese Richtung. Und ich mag ja Jeffrey Archer seit der Clifton-Saga super, super gerne. Und ich kriege nicht mehr so richtig zusammen, um was es geht. Aber ich werde mir das jetzt gedanklich auf die Leseliste für den kommenden Winter legen. Also ich denke, dass das ja jetzt wahrscheinlich so am längsten noch bis Januar, Februar irgendwie auf dem Sub liegen wird. Denn im Sommer oder Herbst ein Winterbuch, das, also wenn es dann wirklich kalt ist und viele Schneemassen sind, aber ja, das ist, mein Gefühl hat irgendwie nicht gedrückt. Ich glaube, das war ein Mängelexemplar, da wenn ich mich nicht irre, weil ich da die Ritsche hinten so zeige. Aber vielleicht höre ich das tatsächlich auch, weil Jeffrey Archer funktioniert ja auch immer sehr gut, wenn man ihn hört. Von Samantha Shannon, der Orden des geheimen Baumes. Die Magierin war der Auftakt der Dilogie. Beide Bände sind schon gelesen. Ein wunderschönes Cover. Ist mittlerweile, glaube ich, beide Bände sind ausgeliehen an eine liebe Freundin, die auch schon sehr begeistert vom ersten Teil war und jetzt, glaube ich, auch schon im zweiten steckt. Ist im Freundeskreis schon so ein bisschen hin und her gewandert, weil ich da doch einige Leute habe, die High Fantasy lieben. Hier haben wir High Fantasy auch mit Drachen, die zum einen auf der einen Seite des Landes noch als positiv gesehen werden und als Berater dienen, auf der anderen Seite aber eher verhasst sind und gejagt werden. Und wir haben hier gefühlt nur weibliche Perspektiven, bis auf eine. Da begleiten wir tatsächlich, ich glaube, auch einen Jäger oder ich weiß nicht mehr genau. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten und war auch so High Fantasy, wie ich es mag. Durchaus ein bisschen bildhafter, ausschweifender und fand ich auch richtig, richtig gut und hat mir sehr gefallen. Dann von Arno Strobel, Die App. Ein Thriller von ihm, der mir gut gefallen hat. Ich fand ja ein Jahr vorher offline oder online. Ja, sehr, sehr gut. Und die App hat mich aber nicht ganz so packen können, weil es eben nicht nur um dieses per App gesteuerte Haus ging, sondern da doch andere Türen und Themen aufgemacht wurden, die ich einfach nicht habe kommen sehen. Und es beginnt ja damit, dass eben in ein Haus, was eigentlich so gesteuert wird durch eine App, eben was passiert. Und ja, es hat dann irgendwie komische Themen auch aufgegriffen und war spannend, aber habe ich jetzt nicht so als Highlight in Erinnerung. Und und dann kommen wir zu einem nicht so Buch, aber dann sind wir ja eigentlich mit den Neuzugängen schon durch. Ja, das Nicht-Mein-Sub-Buch zählt natürlich nicht auf den Sub, da wird ja dann nur ein Highlight nachgekauft. Ich habe drei Finger nach oben, also drei Bücher, die nicht gelesen wurden. Ich bin doch irgendwie überrascht, also ich hatte irgendwie wirklich im Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen mehr sein könnte. Aber 3 von 20 finde ich einen sehr guten Schnitt, bin ich wieder sehr happy. Was auch die zwei Weihnachtsbücher, Winterbücher angeht, wo ich sage, okay, die kann ich jetzt theoretisch noch 2-3 Monate weiterschieben. Bei Veronica Roth bin ich so ein bisschen verwundert, warum ich das noch nicht gelesen habe. Wer weiß, woran es manchmal liegt. Aber ich bin ganz zufrieden, ganz happy. Irgendwie hat das komische Gefühl dann doch ein bisschen getrübt. Und bin ganz zufrieden damit, dass es jetzt drei Bücher sind, wo definitiv das Weihnachtswinterbuch dann eben irgendwie jetzt in der nächsten Zeit dann auch gelesen wird. Und ich mich darauf freue. Und ich bin gespannt. Vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher auch schon, die noch ungelesen sind. Oder lasst uns gerne noch über Bücher sprechen, die wir schon gemeinsam dann gelesen haben. Ich packe alle Bücher auch mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch zu einem Buch irgendwie mehr interessiert. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch
euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.